Du hast Stick Drift, was ist das eigentlich und was kann man dagegen machen? Der gute Robin, aka Hinkowitz, hat mir seinen SCUF Impact PS4 Controller geschickt. Digga, ich dachte mir nur, kaute auf den Sticks und ja, das erklärt alles. Auf jeden Fall SCUF Controller, vor allem die Impact, sind übelster Schmutz. Das einzig Gute ist, man kommt ziemlich schnell an die Sticks ran. Dann gleich mal den Gamepad-Tester getestet, den Test könnt ihr auch machen und wir haben da übelsten Stick Drift am rechten Stick, linker Stick noch ganz okay, fühlt sich aber komisch an. Fürs Erste könnt ihr mal einfach euren Controller zerlegen, bis ihr zu den Potentiometern kommt, die ein bisschen aufbiegen und hier die Drehscheibe rausnehmen. Das ist mal das Erste, was ihr machen könnt, um versuchen, den Stick Drift zu fixen. Ihr nehmt beide Poti-Drehscheiben raus und versucht die mit Isopropanol und einem Wattestäbchen zu reinigen, aber vorsichtig, nicht die Kontakte umbiegen. Hier hat man schon ziemlich viel schwarzen Abrieb gesehen. Natürlich auch die Potentiometer innen putzen, das nicht vergessen. Ihr seht, wie viel Dreck da drinnen ist. Dann kann man das Teil wieder zusammenbauen und im Gamepad-Tester nochmal testen. Ist besser geworden, aber die Sticks müssen trotzdem getauscht werden. Also wenn ihr Stick Drift habt, bevor ihr den Controller wegwerft, probiert das oder tauscht die Sticks.